Was Kanadamarkt vor dem Wochenende? Es ist Verfallstag und viele sind gespannt. Ja, wie geht es jetzt genau denn weiter? Was sollen wir vielleicht heute noch tun und wo müssen wir denn in den nächsten vielen Stunden rechnen? Deshalb werfen wir mal einen Blick auf den DAX, denn den finde ich gerade sehr spannend. Um das Bild ein bisschen klarer zu machen, schauen wir mal hier im 4-Stunden-Chart, eine komische Zeiteinheit, aber bei einem Titel, der natürlich 24 Stunden läuft, ist das gar nicht so untypisch. Und ihr erinnert euch, wir reden ja immer wieder davon, dass es so größere Korrekturen gibt, mittlere Korrekturen gibt, kleinere Korrekturen gibt. Und wenn wir uns das mal ein bisschen genauer angucken, eine dieser Korrekturen war wohl hier erstmal zu Ende. Anschließend ging es sehr zügig nach oben, wackelig nach unten. Und wir sind jetzt hier, wenn ich das mir mal angucke, auch wieder 1, 2, 3, 4, 5. Und wir wissen, so Fünffälligkeit, das ist etwas, was der Markt sehr gerne macht. 1, 2, 3, 4, 5 beispielsweise. Das sieht man nicht immer so. Hier muss man schon zweimal hingucken, da bin ich auch nicht so ganz sicher, aber irgendwie sowas in der Art wird es wohl sein, denn Trendrichtung ist eben sehr, sehr häufig dieses klassische 1, 2, 3, 4, 5er Bild in etwa. Und hier sieht man das jetzt aktuell ganz deutlich. Ja, ist ja schön, dass du das siehst. Was willst du uns denn sagen? Naja, sagen wir mal so, wenn es typischerweise ein Fünfweller ist, was den Markt hier in Trendrichtung bewegt, wir aber etwas sehen, was nach fünf Wellen schon aussieht und der Markt aktuell nicht unbedingt die Stärke glänzt, das sehen wir hier im hinteren Bereich, dass der Kurs jetzt absolut Chancen nach unten hat, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das die scharfe Bewegungsrichtung? Ist das die wackelige? Und müssen wir vielleicht nicht nur mit so einer ABC rechnen, sondern mit etwas, was in dieser Liga spielt, also was durchaus eine Nummer größer ist? Ja, müssen wir wohl. Idealerweise sollte das, wenn wir wirklich noch einigermaßen bullisch am Ball bleiben wollen, nicht darunter gehen, also die 14.200er Marke in etwa, ein bisschen drunter hier, die ist ganz spannend, was das angeht. Idealerweise bitte da nicht mehr drunter gehen, das wäre ein ganz gutes Zeichen immer noch, wenn es einfach korrektiv dort runtergeht. Ja, aber korrektiv, das ist doch ziemlich schnell, was wir hier haben. Richtig, natürlich kann innerhalb einer Korrektur durchaus eine sehr schnelle Bewegung passieren, so wie wir das hier auch haben, aber die gesamte Bewegung kann ja durchaus dann, wir sehen das hier auch, da ging es ja auch mal schnell runter, hier auch mal schnell runter, aber insgesamt kann man sagen, ja, okay, das ist wohl korrektiv, was wir hier hatten. So, das heißt, wir alle mal da drauf gucken, was der Kurs hier macht. Vielleicht sogar intraday hier Sachen mitnehmen. Ihr wisst, wenn der Markt mal zwischendurch eine schöne Korrektur macht, also sprich irgendwie was in dieser Richtung, so ähnlich wie wir das hier haben oder in klein, so wie wir das hier haben, sucht euch eine Zeiteinheit aus oder wie hier, vergleicht die scharfe Richtung mit der wackeligen Richtung. Dann habt ihr eine Idee, in welche Richtung das als nächstes geht. Immer dran denken, die eine Seite ist steil, die Gegenseite muss dann entsprechend wackelig sein und ganz wichtiger Hinweis, lasst euch triggern, damit der Kurs dann nicht einfach so macht und ihr dann mit einem langen Gesicht dasteht. Warum hat er denn das nicht gemacht? Lasst euch das bestätigen, dadurch, dass er dann quasi auch dieses Zwischentief hier, also dieses hier streng genommen, dann dadurch rausnimmt. Gucken wir mal, welche Hilfe der Markt noch von amerikanischer Seite bekommt. Da machen wir uns nichts vor. So lange geht der Arbeitstag heute auch nicht mehr. Gibt es da von der Seite was zu erzählen? Ja, natürlich schon, aber da muss man sagen, die Bilder sind sehr, sehr uneinheitlich. Hier im Minutenchart, nur einfach, dass ihr das mal seht, was hier so geht. Also der DAX sieht ja hier in dem Dow im Übergeordneten durchaus ähnlich. Schub runter, wackelig die Aufwärtsseite, jetzt dann nochmal der Schub. Das ist ja ein ganz typischer Klassiker, das ist nichts Außergewöhnliches. Hier haben wir das Ganze in der sehr kurzen Zeitebene nochmal. Also ihr seht, das könnt ihr auf den kleinen Zeitebenen auch handeln. Allerdings, wer jetzt mal sagt, na, ich gucke mir aber auch den Nasdaq an, der muss damit rechnen, dass der Kurs, machen wir mal fairnesshalber den auch auf Minute, dass der nicht notwendigerweise gleich läuft. Ja, also der kommt hier einigermaßen hoch, während der Dow hier ja, mit nach oben gekommen ist. Also das ist und jetzt aktuell hier eben deutlichen Schub nach unten hat, die sind jetzt offensichtlich nicht im Einklang. Das grundsätzliche Prinzip gilt allerdings hier auch. Bleiben wir mal kurz beim Nasdaq. Das ist kein Versprechen, dass es so kommt. Wenn er hier aber sowas macht, dann haben wir das als starke Seite und das als Fortsetzung. Vorsichtig, ob das passiert, wissen wir nicht. Und wenn, auch bitte auf den Trigger warten. Das ist wichtig. Viele sagen, mach ich nicht, komme ich günstiger rein. Ihr könnt natürlich unten reinkommen, müsst aber dann eine höhere, ich sag mal, Versagensrate mit einplanen, dass er eben häufiger mal nicht dann bis dahin läuft, wo ihr euch das vorstellt. Je klarer das Bild dieses Muster eben darstellt, was ich hier immer zeichne, das und dann so eine typische ABC, desto wahrscheinlicher ist das mit der Chance, dass es von da sogar nochmal richtig weitergeht. Das ist ein Thema, was uns ja generell umtreibt.
wenn ihr Spaß und Lust habt an genau solchen Analysen, an solchen Ideen, dann kann ich heute ganz speziell den Trade des Tages empfehlen mit Infineon. Denn da haben wir eine, wie ich finde, durchaus spannende, eine klassische, eine typische Situation. Schaut euch das dort mal an. Wir haben dort unsere ganz konkreten Handelsmarken mit angegeben. Meldet euch an für den Trade des Tages. Es ist kostenfrei, ihr habt da nichts zu verlieren. Das sollte niemanden abschrecken. Wer Nachrichten auch zumindest für eine gewisse Zeit mal aufs Smartphone bekommen will, völlig unverbindlich, keine Sorge, da gibt es nicht das Lama im Garten mit dabei oder gleich die Waschmaschine. Aber wer sowas auch mal aufs Smartphone bekommen will, mit zusätzlichen Hinweisen, eine ganze Reihe Trades dieser Art, der ist herzlich eingeladen, sich bei Born for Trading eben anzumelden. Der Link ist hier auch am Video. Also schaut euch das gerne auch mal an. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße. Euch einen erfolgreichen Handelstag, anschließend ein schönes Wochenende und nächste Woche hören wir uns ja auf diesem Kanal auch schon wieder. Liebe Grüße.